So, ich denke, was geht? Die Weihnachtsaktion läuft noch. Hier haben wir nochmal die 5 limitierten Autogrammkarten, die es zu jeder Bestellung per Zufallsprinzip dazu gibt. Plus 5 Gratis-Items ab einem Bestellwert von 65 Euro. Ein Teil könnt ihr euch aussuchen. Wir haben hier die geile Spontana Black Edition im PlayStation 1 Look für euch am Start. Den legendären 540 Gramm Zip-Hoodie. Den gibt es jetzt auch, den PlayStation 1 Look mit dem Logo. Wir haben ja aber natürlich auch viele andere coole Produkte für euch am Start. Hier, Socken, Digga. Brauchst ein paar warme Füße, gönn dir die Spontana Black Socken, Digga. Wir haben ja aber auch noch was für einen warmen Dötz, die Mütze und noch die Cap, Digga, die ich auch gerade trage. Dann haben wir hier den Spontana Black Pullover. Zack. Super Qualität, kuschelig warm. Ihr wisst, wenn es nach mir geht, 540 Gramm Zip-Hoodie, Digga, der ist ja einfach der Allrounder, der kann alles, Digga, den ich gerade anhab. Das T-Shirt und die Jogginghose. Wir haben alles für euch am Start. Die Kollektion ist in der Vergangenheit super angekommen und ich hoffe, diese kommt genauso gut bei euch an. Richtig geiles Logo und PlayStation 1 Look. Geh steht für gönn. Schöne Weihnachten euch. Kuss. Ich habe einiges mir gespeichert, Digga. Der macht einen feinen Planschi-Planschi, Alter. Oh my. He's actually making a snowball. That is hilarious. Als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, der Hund will den Schneeball f***. Digga. Digga. Ich bin mal gespannt, wie sie den wieder runterbekommen haben, ey. Everywhere you go. Das hätte ich auch gerne, Digga, dieses Jahr. Oder das? Digga. Norden sagt nein, ja, vollkommen richtig. Also auf dieses auf Krampf, ne? Weiße Weihnachten wären so ein Traum. Was hat Rewe mit New York zu tun? Ich habe im Übrigen auch diese, wie hieß dieser TikTok-Account nochmal? Funny Frisch, Chips Frisch, wie heißen die nochmal? Die immer jede Kacke bei TikTok kommentieren. Funny Frisch, die habe ich blockiert bei mir. Die haben bei mir runtergeschrieben, irgendein Rentnerspruch, Digga. Da habe ich sofort blockiert. Also wer glauben denn wir, die sind da in der Marketingabteilung. Ich habe den Account blockiert, Digga, und Kommentar gelöscht, Alter. Die kleinen Wichser. Also wirklich, Marketing 6. Es ist so unangenehm, Digga. Du musst dir einfach vorstellen, du hast da jemanden in der Marketingabteilung sitzen, der die Aufgabe hat, Digga, wir müssen mehr Chips verkaufen. Dann schreibt da unter irgendeinem irgendeinem TikTok von mir irgendeinen Rentnerspruch, Digga. Also da hat mein Schwein aber ganz doll gepfiffen, Alter. Philipp, bitte helf mir aus dem Komma raus und dann links. Und dann... Nein, also komm mal raus und dann rechts und dann links. Bis zum unten, bis zum dieser komischen Stadt durch mit einem kurzen Schnell. Helf mir. Klassiker. Also absoluter Albtraum. Absoluter Albtraum. Wie viele verfickte Moskitos, ey. Schon ziemlich legendär, der Clip, Alter. Jetzt. Der hat so einen Albtraum. Der hartet auf seine Hinterbeine, der läuft vor irgendwas weg, Digga. So ein Schätzack, Alter. Das ist auch wirklich, ich habe ihn noch nie so lange laufen sehen, Digga. Nicht mal im Real Life, Alter. Ah, jetzt ist er wach. Ey. Hast du einen Albtraum gehabt, Kylo, hä? Ey. Hast du einen Albtraum gehabt, mein Schatzi? Von was hast du denn geträumt? Von feuchten Hundemuschis? Ja. Oder eine, die dich verklagt, weil du sie geschwängert hast. Ja. Wie kommt man auf so eine Kacke, Alter? Oh, das war ich, ja. Hm. So süß. Naja, ja, sie hat sich auf jeden Fall gerettet. Ich hab gedacht, ich mache ja schon komische Spielchen mit Kylo zum Spielen, ne?
Schon ziemlich süß. You make me happy. Das ist sehr traurig, Digga. Also ich spoiler schon mal, der Hund ist, konnte nicht mehr laufen. So I hung my head and cried. Auf jeden Fall habe ich irgendwo gesehen, der Hund konnte wieder laufen. Also minimal, hier. Não vai ser fácil. Mas não se preocupe. Tudo vai melhorar. Começamos juntos essa história. Deswegen, ja. Digga, ich hab so viele Fragen. Was macht das Ding da in der Kirche, Alter? Da habe ich auch sehr viele Fragen, ja? Pavel, Viron, danke dir für 100 gegiftete Subs, ey, Digi. Küsschen aufs Nüsschen, ich danke dir, mein Bester. Also, was ihre Frettchen für, was das Frettchen für ein Spielchen spielt, ist so süß. Die Hunde haben gar keinen Bock, Digga. Oh, ist so süß. So goldig. Don Marlon, danke dir für 5. So süß. Stammy Vegas. Yeah, I've been here the whole time. I'm just trying to watch the Parent Trap. So süß. This guy looks like he slaps Digga, was, ist, was macht he der? Does. That's the he literally does. Was macht der? Das ist heftig, Digga. Digga, was für eine Kraft dahinter ist, ne? Boah. What do you want? Show me. You want the water? What? You want me to turn the water on? So süß, Chad. Is this what you want? Yeah. So süß. Yeah. All right, girl. Das war schon. Mit einmal! Digga, ich wusste nicht, das ist ein Video. Ich habe euch doch von der Situation erzählt bei der VOG-WM, wo ich rum. Ich lasse es einfach laufen, okay? Wir werden Weltmeister! In der VOG-WM! Bis später! Schnauze da oben an! Hallo? Der war ein Zimmer über mir, Digga. Und ich muss zu meiner Verteidigung sagen, okay? Ihr habt das gerade gehört. Die Kinder vorne an der Straße, ich weiß nicht warum, Knossi, tut mir leid, haben zu hoch gerufen, Knossi, komm runter. Selbst die Kinder haben gedacht, das wäre Knossi. Ich habe auch gedacht, das wäre Knossi. Von der Stimme. Und deswegen habe ich dann hochgerufen, halt's Maul, Schnauze da oben. Achtet ganz genau drauf. Die Kinder rufen, Knossi, komm runter. Wir werden Weltmeister in der VOG-WM. Knossi! Bis später. Schnauze da oben an. Hallo? Ich gehe so auf den Balkon, ich drehe mich so um und während ich mich umdrehe, schreie ich hoch, Schnauze da oben, guck nach oben, auf einmal ist da Markus, Digga. Und ich denke, oh mein Gott, wie unangenehm. Die Stimme hat sich ehrlich wie Knossi angehört. Das ist auch schön. Ich weiß nicht, ob ich mich hätte zusammenreißen können. Ich glaube, ich hätte die Mieze versucht zu streicheln, Digga. Der Typ, Digga. What are you looking at? What? Bang on me, uncle. Gang. What's up? Huh? What you gonna do? What you gonna do about it? Where you from? Earth. Earth? What the fuck is Earth? What? Der geht immer in Amerika durch die Gegend und guckt die Leute so dämlich an und macht immer so Gangzeichen, provoziert sie. Das ist eigentlich ganz lustig. Everybody was kung fu fighting. Oh, don't look, don't get close to him. Digga, hat der Dinger auf dem Dötz, Alter.
Wunderschönes Tier. Das hätte ich auch gerne. Guck mal, wie geil. Das sieht schon babamäßig aus, oder? Alena, ja. Ich habe Schokolade für dich. Nein, Schokolade macht fett. Aber du bist auch fett. Nein. Guck mich mal an. Dein Papa ist fett. Halt. Okay, gut. Hier, Bruder, wo greift Marcel hin? Hä? Das ist es. Warum hast du das? Hast du gar nicht gemerkt? Das habe ich nicht gemerkt. Was ist mit ihm los, Alter? Warum macht er sowas? Weil er theoretisch... Ich weiß es nicht. Weil die Hand frei sein muss. Guck mal, die Hand, die da unten ist, ist die Hand, die bei uns allen locker war. Ich weiß es auch nicht mehr, Digga. Oh, so kann man mal aufwachen, ne? Die letzten Menschen auf Erden, mit wem würdest du dich fortpflanzen? Mir oder Ron? Mit dir. Ja, Ball! Digga. It's a rainy Friday. Das ist so süß. Let's do a quick check on Ricky here. Morning, buddy. You staying dry in there? You want some breakfast? Anxious to get out this morning, bud? Hey, you letting me get the ladder down. So ein Süßer. Come on out, buddy. I got some breakfast for you. Got your favorite grapes, and somebody said that raccoons like marshmallows, so we're going to test that theory. So süß. Abknallen die Plage. Warte, ich snipe auch, Niklas. Ich snipe auch. Ich bin am snipen, Digga. Ein Schuss, Peng. Getroffen. So ein Süßi. Nein, entband ihn wieder. Bitte. Das Ende ist sehr süß, finde ich noch. Das Ende ist verdammt süß. Sieht ein bisschen aus wie ein Igel. Hä? Going back in to stay dry, buddy. Alright, I gotta get some work done, man. I'll check on you later. Warum nicht, Digga? Es ist soweit, Opa. Hier das ist war schön. Olaf der Flipper! Also ich habe gerade gehört, dass du schön, Opa, hä? Da habe ich mich für Knossi wirklich gefreut, Digga. Das ist auch sehr süß. Katzen machen schon lustige Geräusche, ne? Gekonnt, nicht geschafft. Das ist, also die Katze, Digga, die Katze ist eine Sensation. Die will essen. Die will essen, Digga. Wie die auch rüber guckt noch. Hast du das nicht mitbekommen? Das erste Hashtag. Fat Cat. Okay. Hi. What? Kann man mal so machen, Digga. Silberrücken sind so majestätisch krasse Tiere, Alter. Was? So, wir gucken hier mal ein bisschen Videos, kaum keine. So, was haben
Nein, Kaido! Lulu! There you are! Good morning! King! Hi! Magic! Meep! Hi! I love you so much! Meep! Hi. Ihr wisst euch, das war hier, im Groß. Der Hund. Sehr, sehr gut. Good morning! King! Hi! And even for millions of other species, home hangs in the balance. Human actions are destroying habitats, decimating our entire ecosystem and disrupting the circle of life. And with the rise in drought cases, it is up to us to be guardians of our own natural world, save our wild species and provide a home. Er will auf seriös eine Doku machen, Digga. Oh, Kaido, da bist du. Da bist du. Da bist du, Kaido. Was machst du denn da? Was machst du denn da, Kaido? Sag mal, wie hast du das denn da in das Video geschafft? Was machst du denn da in dem Video, Digga? Mach mal Hobby jetzt hier. Leg dich mal dahin, du Fettsack. Nee, nein. So, und Platz. Platz, du Sohn. Das ist das Lust. Richtig verzweifelt. Sorry about that. Das Geräusch, was die Möwe macht, richtig verzweifelt, ne? So ein Süßi. Also ich muss ehrlich sagen, da habe ich so ein Lachflash geschoben. Das vermisse ich auch manchmal. Die Reaktion von Memo, als er realisiert, was ich aus seinem Handy gefunden habe, dieses das ist so lustig gewesen, Mann. Was hast du denn bei YouPorn? Was hast du denn bei YouPorn gesucht, Digga? Hab ich doch nicht. Ups, falsch. Was ist denn jetzt angeht? Ja, gut, alles klar, Bruder. Das war schon ziemlich lustig, Alter. Kino, Digga, ist Absturz, finde ich. Ich hasse Kino. Bruder, da habe ich so einen Fakten gesprochen. Als ich das gesehen habe, war ich von mir selber beeindruckt, Alter. Joandi mit 10 gegifteten Subs, Don Marlon mit 5 und Niklas auch mit 10 Stück. Die Leute atmen dir deine Luft weg, stinken, rascheln mit ihrem Scheiß, stehen ständig auf, um pissen zu gehen, weil sie sich, bevor der Film angefangen hat, schon 3,5 Liter Cola reingepfiffen haben. Die Werbung davor, Digga, die Luft, die Leute, die dazwischendurch labern. Ich kann da nicht im Boxerschutz sitzen und wenn meine Eier kratzen, mir an den Eier fummeln, ich kann nicht fort, ich kann nicht rülpsen, keine rauchen. Kino finde ich Schmino, Digga. So richtig mad, ja? Aber da war ich noch ein bisschen dicker im Gesicht, habe ich das Gefühl gehabt.